Die Filmproduktion wurde unterstützt vom Ringhotel Goldener Knopf in Bad Säckingen, Romantik direkt am Rhein, und von der Huber Gebäudereinigung. Wenn's um Sauberkeit geht, die erste Adresse. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ich bin wieder unterwegs auf Reportereinsatz für Sie. Und wo ich bin, das erfahren Sie nach dem Intro. Der Nikolaus ist gekommen. Heute am 6. Dezember 2019 zu vielen, vielen zahlreichen Kindern. Vielleicht kommt er auch hierher auf den Weihnachtsmarkt nach Bad Säckingen. Dieser findet heute, morgen und auch am Sonntag statt. Hinter mir ist übrigens das Ringhotel Goldener Knopf. An Silvester hat es hier noch einige Plätze frei. In der Videobeschreibung verlinke ich mal die Webseite. Schaut's mal rein. Es gibt ein leckeres 6-Gang-Menü. Und jetzt würde ich einfach sagen, es ist kurz nach 18 Uhr. Jetzt gehen wir mal hier durch die Menschenmenge durch, schauen mal die Ständchen an, was es hier so alles gibt. Leckere Kostbarkeiten und in diesem Sinn, Film ab! Ja, ich bin hier an einem Stand angelangt. Hier gibt es ganz schöne Sachen. Kein Stoff, sondern Filz. Und zwar Sabine Herbrig. Sie hat es als Hobby gemacht und sie wird jetzt da ein bisschen mehr dazu erzählen. Hallo, ich bin die Sabine Herbrig. Ich filze für mein Leben gern. Ich filze aus hochwertiger Merino-Wolle. Ich filze grob, zum Beispiel Hausschuhe oder auch fein. Ich umfilze Lampen oder in der Nuno-Filztechnik Seide und Wolle, auch Hüte oder Taschen, Wärmflaschen umfilzen. Und ein paar Mal im Jahr gehe ich damit auch auf Märkte und verkaufe meine Unikate. Wie lange braucht man jetzt so, um so einen Schuh zu filzen? Wie lange dauert das? Also einen Hausschuh zu filzen ist sehr aufwendig. Man muss dazu eine Schablone anfertigen, wird rund um die Schablone wird Wolle aufgelegt und in der Nassfilztechnik gefilzt. Dann wird die Schablone aufgeschnitten, um einen Schuhleisten geformt und der Schuh wird dann ausmodelliert, anschließend getrocknet und nochmal ganz kräftig gewalzt, damit die Wolle sich richtig gut verfilzt. Und anschließend bekommt der Schuh eine Sohle aus Naturkautschuk, damit es einfach robuster und haltbarer ist und nicht rutschfest. Also so richtige Handarbeit. Und wie lange hebt so ein Schuh, wenn man den da ständig trägt und mal auch vor die Tür geht? Gar kein Problem. Also so ein Schuh ist sehr haltbar. Also man kann davon ausgehen, bestimmt 3 Jahre hält der. Und es ist ganz interessant, Sie haben den Schuh 2 bis 3 Wochen an und der Fuß arbeitet sich in die Wolle ein, sodass Sie danach einen Hausschuh haben, eigentlich mit einem natürlichen Fußbett. Also was ganz Gesundes, was Besseres können Sie eigentlich für Ihren Fuß nicht machen. Das ist interessant. Ja, also wir haben ja Ihre E-Mail-Adresse, einen Internetshop haben Sie keine. Und die Zuschauer, die Interesse daran haben, die können einfach in der Videobeschreibung nachgucken und Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Gerne, am einfachsten über die E-Mail-Adresse und dann werde ich sofort zurückschreiben. Ja, und ich gehe jetzt ein Haus weiter, guck, was noch hier auf dem Weihnachtsmarkt in Bad Säckingen so los ist. Übrigens, Seifen gibt es hier auch. Schöne Lavendel, die nehme ich jetzt einfach mal so frech, wie ich bin, mit. Ja, und wen habe ich denn hier zufällig getroffen? Da hinten, im Eck, der kleine Bruder vom Alois. Genau, diese ganze Schafe, die gibt es im Schafladen in Todtmoos.
In diesem Sinn, gehen wir weiter. Ja, nicht nur Bastelkunst und Lebensmittel gibt es auf dem Säckinger Weihnachtsmarkt, sondern natürlich auch Gesundes. Und hier bin ich an einen Stand hingekommen von der Caroline Wunderlich. Und der hat mich gerade in meine Kindheit zurückversetzt. Die heilige Hildegard von Bingen ist dem einen oder anderen vielleicht bekannt. Und was diese Frau so in den früheren Jahren gemacht hat, was man heute von noch an Gutes davon profitieren kann, das erzählt Ihnen jetzt nun die Frau Wunderlich gerade selber. Ja, mein Name ist Caroline Maria Wunderlich, ich bin Heilpraktikerin und hier in Säckingen und habe meine Praxis im Ärztehaus Sekonia. Und heute stehe ich hier auf dem Weihnachtsmarkt mit den Hildegard von Bingen-Produkten. Und hervorzuheben wäre beispielsweise der Wermut, den vielen vielleicht ein bekannt ist, weil der Wermut ist bitter. Das sind Bitterstoffe, die wir dringend brauchen, um unser Immunsystem zu stärken, um unsere Organe halt beispielsweise zu reinigen. Oder wie Sie mir vorhin sagten, die Schafgarbe, die Ihnen aus Ihrer Jugend noch bekannt ist. Schafgarbenpulver mit Schafgarbentee ist wunderbar, wenn man Operationen zum Beispiel hat. 3 Wochen vorher, 3 Wochen nachher nehmen und schon heilt alles sehr viel besser. Und wie Hildegard schon sagte, für jedes Leiden ist ein Kraut gewachsen. Und da stehe ich gerne zur Verfügung. Ja, und vor allem Husten. Es ist ja gerade die Winterzeit. Da kenne ich noch so Zwetschgenkerne. Ja, und ich kenne da zum Beispiel Akelei-Sirup. Einmal von der Akelei ist ein Sirup hergestellt worden mit Honig, der sich dann eben ganz wunderbar im Hals innen drin halt eben festsetzt, weil man nicht gleich danach etwas trinkt beispielsweise, sodass es direkt vor Ort wirken kann bei Halsschmerzen. Ja, ganz interessantes Thema, Hildegard von Bingen. Wer mehr dazu wissen möchte, einfach mal in der Infobox, in der Videobeschreibung nachschauen. Da verlinken wir gerade auch noch die Webadresse. Und in dem Sinn ziehen wir einfach mal ein paar Stände weiter. Ja, jetzt bin ich durstig geworden und hier hat es einen sehr schönen Stand. Was bietet Sie an hier? Ich habe erzgebirgische Volkskunst und alles eigene Herstellung an Likören und natürlich mein Eierlikör. Ja, den Eierlikör, den probieren wir jetzt mal. Bitte schön. Lassen Sie es schmecken. Danke. Zum Wohl. In dem Fall zum Wohl. Ja, hier habe ich jetzt gerade 2 reizende Damen gerade getroffen. Wo kommen Sie her? Ich komme aus Tschechien, aber ich wohne in der Schweiz, in Basel, und ich mag das hier. Aus Basel nach Bad Säckingen auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist ja echt toll. Sie auch aus Basel? Nein, ich wohne in Stein. In Stein am Rhein? Ja. Und ich mag das hier. Also, hier ist gute Stimmung hier. In dem Fall schauen wir mal weiter. Übrigens, nicht vergessen, Kanal abonniere, Däumchen gebe und in dem Fall tschüss, bis gleich. Tschüss. Ja, und jetzt habe ich hier doch noch einen tollen Stand gefunden. Hier gibt es auch flüssige Tropfen, alkoholfrei und auch alkoholhaltig. Und was genau, erfahren Sie gleich. Ja, wir sind vom Obststoff Drechsle vom Rührberg. Wir haben die große Ehre, zum zweiten Mal schon im Fernsehen aufzutreten. Und wir sind hier am Säckinger Weihnachtsmarkt.
wie alle Jahre wieder. Und wir haben dieses Jahr eine Premiere. Wir dürfen zum ersten Mal unsere bekannte Glühwein, den Kirschglühwein und den Plümle-Glühwein ausschenken. Und wir sagen, es ist effektive Renner. Die Leute kommen und sagen, wo gibt es den guten Glühwein? Und wir sind echt zufrieden heute. Nebendran haben wir dann auch noch unsere bekannten Sekos. Ein neuer Sekko, Plümle Mirabelle, der ist auch gut angekommen, sehr lieblich. Es rundet dann unser Angebot über die anderen Sekos, die wir haben, noch ab. Vom Kirschsekko über Quitte und Williams Sekko. Von daher, schönen Abend für Freitagabend, absolut top. Wir sind zufrieden und freuen uns auf morgen. Ja, ich bin jetzt gespannt, wie so ein Kirschglühwein schmeckt. Ich habe es noch nie probiert. Dann zum Wohl. Merci. Also, es schmeckt nach Meer. Lieblich. Nicht so herb wie die sonstige Glühwein. Genau mit diesem Jubelschrei könnt ihr jetzt in die Weihnachtszeit gehen und euren Familienstress ausleben. Ja, ein neuer Tag. Heute ist der Sonntag, der letzte Tag hier am Weihnachtsmarkt in Bad Säckingen. Und hinter mir habe ich jetzt entdeckt Sepp und Jolanta. Viele kennen ihn auch aus Atzebach vom Weihnachtsmarkt, Drehorgelspieler. Hört einfach ein bisschen zu. Und er gibt uns sicherlich ein paar Infos nachher über das Hobby des Drehorgelspielen, woher die kommt und wie man eigentlich zu so einer Drehorgel kommt und so weiter. Ja, Josef, wie kommt man zu so einem schönen Hobby Drehorgelspielen? Ja, das findest du hundertmal von der Musik her, weil ich hatte früher Tanzmusik gemacht und die Musik hat mich nie gelassen. Und irgendwie war ich einmal an einem Konzert von Drehorgeln und dann hat es mich so gefasst, dass ich irgendwie mir eine Drehorgel zutat und jetzt bin ich dabei geblieben, habe eine zweite gekauft, habe meine Frau sogar noch angesteckt, die spielt auch gerne mit Drehorgeln. Und so ist es jetzt unser Hobby. Wir gehen an Weihnachtsmärkte, wir machen Geburtstag, Hochzeit, Feste für Firmen und so, Anlässe, Aperos. Wir spielen überall. Wir haben Lieder in den 60, 70er Jahren. Neuere Lieder spielen wir weniger, weil die passen nicht. Das ist eine 30-jährige Orgel. Hier bei mir habe ich eine Schlemmer, Pfeifenorgel. Und meine Frau spielt da drüben gleich auf einer Raffin, 2031er. Und die ist auch 30 Jahre alt und da kann man, ich sage jetzt, nicht Helene Fischer spielen. Das geht nicht.
aber viele andere schöne Sachen. Ja, und dann kann man sie wahrscheinlich sicherlich auch buchen für Geburtstage. Geburtstage haben wir, ja, Hochzeiten habe ich auch gespielt schon. Und das ist halt schon etwas Schönes. Man kann die Leute freuen, mit der alten Musik vor allem. Weil wir haben wirklich alte Musik. Die Leute haben Freude und wir auch. Und an einer Drehorgel musst du Freude haben, wenn du spielen willst. Und dann lässt dich nicht los, da kannst du Tag und Nacht spielen. Wirst du nie müde. Wenn jetzt irgendein Zuschauer auch Interesse bekommen hat, Drehorgel zu spielen, was muss man denn so Geld in die Hand nehmen, um so Drehorgel zu finanzieren? Also deine zum Kaufen. Ja, wenn du eine gute Occasion, also zwischen 5.000 und 10.000 Euro musst du in die Hand nehmen, wenn du eine kaufen willst. Das ist schon so die Preislage, wo geboten wird. Und dann gibt es ja diese Rollen auch, die muss man wahrscheinlich auch extra noch beziehen dann. Die Musikrollen, ja, die kommen auch so um die 80 Euro die Rolle. Und es kommt auch darauf an, wie viele Musikstücke ihr drauf habt. Es gibt Musikrollen mit 1, 2 bis, sagen wir, 4 Stücke von der Meterlänge her. Und nachher gibt es natürlich auch Popuris, wo sie eine ganze Rolle mit 30 Meter alles nur Musik-Popuri spielen können. Und das wird eben von der Produktion von Raffin oder von anderen Fuchs in der Schweiz wird das produziert. Und da können Sie immer sagen, welche Musikstücke. Die haben große Listen, wo sie die Musikstücke aufgeschrieben haben. Aber Sie können auch einen privaten Wunsch haben, wo Sie sagen können, ich möchte gerne das Stück oder ein anderes Stück wählen und dann wird es gedruckt für Sie persönlich. Ja, das ist interessant. Sie haben sicherlich eine Mailadresse oder Website, irgendetwas? Die haben immer eine Mailadresse oder Website, eben Hoffmann in Deutschland, Raffin ist in Überlingen und Fuchs ist in der Schweiz. Und wenn man Sie buchen will, Sie haben auch irgendeine Webadresse? Ah, wenn Sie mich brauchen. Eine Mailadresse? Ja, wahrscheinlich. Das ist einfach. Tun wir die unten in die Videobeschreibung hinfügen, dann können die Zuschauer Sie buchen, wenn sie Lust können haben. Können wir, ja, das ist josef.breitschmidt@hotmail.com. Wunderbar. Und was hören wir jetzt als nächstes? Ich habe im Moment nicht drauf, was ich drauf habe, aber wir hören es. Ja, auf dem Weihnachtsmarkt entsteht natürlich auch jede Menge Dreck, Verunreinigungen. Und dazu ist natürlich hier ein Fachmann vor Ort, Huber Gebäudereinigung und auch Huber Festverleih. Nämlich die ganze Tasse, die Glühweintasse, sind alle verteilt auf die ganzen Stände. Und hier hinten, die Jungs und die Dame, die waschen die ganze Tasse ab. Und die Toilette wird dann natürlich hier blitzeblank sauber gemacht. In diesem Sinn, ich bedanke mich fürs Zuschauen hier bei dem Beitrag vom Weihnachtsmarkt Bad Säckingen und sonst gibt es immer wieder Nachrichten über die Region Waldshut, Lörrach, Freiburg, Breisgau, Hochschwarzwald, Emmendingen, aus der naheliegenden Schweiz, bei Großlage aus dem Elsass und aus dem Regierungsbezirk Tuttlingen hier auf Schwarzwald TV. In diesem Sinn, ich freue mich auf ein Däumchen nach oben, rechts unten kann man abonnieren, einfach auf die Abo-Taste klicken
Und wichtiges, Glocke anmache und die Push-Up-Nachricht aktiviere, damit Sie auch keinen Beitrag mehr verpasse. In diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss.